Fotografie XXL, so könnte man das nächste Thema nennen. Denn es wird weit. Heute geht es um Panoramafotografie. Hallo, mein Name ist Sebastian und ich stelle euch heute einmal ein paar Filme zum Thema Panoramafotografie von FototV vor. Tom Striewig ist Experte für Panoramafotografie und zeigt euch in einem vierteiligen Tutorial, wie ihr ein lineares Panoramabild erstellt. Ein sogenanntes Flat-Panorama. Das kommt vor allem in der Street-Fotografie oder Architekturfotografie zum Tragen. Ja, wir sind hier jetzt an meinem ersten Standort. Ich habe den Standort hier ausgewählt, auf der Straße, damit ich nicht die parkenden Autos auf dieser Seite noch mit im Bild habe. Die würden mir, wenn ich hier weiter durchlaufe, immer wieder den Vordergrund in den Gebäuden hier störend verdecken und die wären ein großes Problem in der Nacharbeit. Ich fange hier an der linken Ecke des Gebäudes an mit meinem ersten Foto. Ich muss ein sehr starkes Weitwinkel nehmen, das wird hinterher zu stürzenden Linien führen, die müssen wir entzerren. Aber es ist auf jeden Fall einfacher, die Bilder zu bearbeiten, als wenn ich das jetzt in zwei einzelnen Aufnahmereihen noch zusätzlich aufnehmen würde. Deshalb mit dem Weitwinkel von diesem Punkt aus und ich werde jetzt an der Straße, an der Fassade längs weitergehen müssen und versuchen, so möglichst immer den gleichen Abstand zur Fassade zu halten. Das ist einfacher, wenn keine parkenden Autos da sind. Ich sehe jetzt schon so zwei kleinere Problemstellen, die wir ein bisschen tricksen müssen, aber das wird klappen. Hier starte ich und arbeite mich dann drei Hausfassaden weit runter, so ungefähr 70 Meter. Das geht schon direkt mit einem Problem los. Hier vorne steht ein Auto und während ich durchwandere, wird dieses Auto durch die Parallaxenproblematik vor der Fassade wandern. Dieses Auto wird also unterschiedliche Bereiche der Fassade verdecken und dann nicht mehr richtig gut zusammen. Diese Bilder werden sich dann nicht mehr richtig gut zusammensetzen lassen. Da muss man hinterher ein bisschen trickreich vorgehen. Ich werde jetzt also mit dem ersten Bild anfangen. Die Schärfe wird von Hand eingestellt, also gerne über den Autofokus, aber dann mit fixer Scharfeinstellung arbeiten, also den Autofokus ausschalten dann. Und natürlich auch die Belichtung fest einstellen. Wer nicht mit RAW arbeitet, was ich aber nicht empfehlen würde, aber falls jemand nicht mit RAW arbeitet, bitte auch den Weißabgleich fest einstellen, damit sich innerhalb dieser Aufnahmereihe nichts mehr verändert. Und ich beginne jetzt hier mit dem ersten Bild und versuche die Kamera möglichst senkrecht auszurichten. Dabei helfen mir bei meiner Kamera die Autofokus-Messpunkte, mit denen kann ich so Teile der Fassade anvisieren, um die Kamera möglichst in der Waage zu haben. Wenn man andere Modelle heutzutage sich anguckt, da gibt es schon welche, die haben so eine Art künstlichen Horizont drin. Der erlaubt es natürlich auch, die Kamera präzise auszurichten. Ich muss mir hier so ein bisschen Hilfe suchen bei diesen Autofokus-Messpunkten. Und mache jetzt mein erstes Bild. Und wandere einfach ein, zwei Schritte weiter. Das hängt auch ein bisschen vom Aufnahmeabstand, vom Bildwinkel und von der Menge störender Objekte ab. Und jetzt mache ich ein Foto, bei dem das Auto komplett in der Mitte des Bildes ganz abgebildet ist. Das wird es hinterher mir erleichtern, dieses Auto komplett einzubauen. Wenn das nicht funktionieren würde, müsste man das Auto noch mal separat aus Einzelbildern zusammensetzen. Ein Kugelpanorama ist vor allem für die Benutzung von VR-Brillen interessant. Auch ein begehbares Kugelpanorama, was durch Augmented Reality mit dem Handy erlebbar gemacht wird, kann die Zuschauer begeistern. Auch dafür haben wir wieder Tom Striewig als Experten gewinnen können und mit ihm einen dreiteiligen Kurs für euch gedreht. Wir kümmern uns heute um das Thema Panoramafotografie. Dazu haben wir schon vor bald 10 Jahren einen Film gemacht und der ist ein bisschen überholt und deshalb gibt es so eine Art Neuauflage mit Aktualisierung. Dazu sind wir hier in der Lichtburg. Die Lichtburg ist nicht nur das größte, sondern meiner Meinung nach auch das schönste Kino in Deutschland. Und wir werden hier ein Kugelpanorama im Innenraum machen. Das hat so ein paar Besonderheiten, auf die ich so nach und nach eingehen werde. Aber sicherlich ist zuerst mal interessant, was ist überhaupt ein Kugelpanorama? Also ein Kugelpanorama ist eine Aufnahme, bei der man den gesamten Raum um den Fotografen und um die Kamera herum sieht. Man kann sich also in jede Richtung drehen. Und in der Regel versucht man dabei dann lange Brennweiten zu vermeiden, weil man sonst sehr viele Einzelaufnahmen
macht. Im Extremfall geht man hin, so wie ich das auch gleich machen werde, und macht diese Bilder mit dem Fischei-Objektiv. Betrachten kann man diese Kugelpanoramen am Computer. Man kann sie natürlich auch ganz klassisch ausdrucken. Es gibt sogar die Möglichkeit, die auf Regenschirme zu machen. Dann geht man quasi mit so einer Halbkugel über sich spazieren. Da kann dann auch schönes Wetter eingeblendet werden. Es gibt die Möglichkeit, die auf Lampenschirme zu drucken oder eben halt als Bild an die Wand, im Kalender, wie auch immer. Aber der wirklich absolut typische Fall ist die Wiedergabe am Monitor. Bis vor einigen Jahren überwiegend am Computermonitor, heutzutage aber auch in vielen Fällen am Smartphone. Am Smartphone kann man dann sogar über eine Gyroskopsteuerung den Blickwinkel, mit dem man in dieses Panorama hineinschaut, abhängig machen von der Neigung und von der Drehung des Smartphones, sodass man quasi mit der eigenen Körperdrehung sich in diesem Panorama bewegen kann. Das hier ist unsere Aufnahmekamera, eine Spiegelreflexkamera. Eine Systemkamera ginge an der Stelle ganz genauso mit einem Fischei-Objektiv, in dem Fall ein Fischei-Zoom-Objektiv. Und dieses Fischei-Objektiv an der Kamera erlaubt mir jetzt in der Höhe hier über die Aufnahme tatsächlich die gesamte Höhe des Raumes aufzunehmen. Da sind etwas mehr als 180 Grad, die da abgebildet werden. Das heißt, diese Kamera sieht alles, was da unten und was da oben ist und auch ein ganzes Stück in der Breite. Natürlich muss ich auch meine Kamera einstellen auf die Belichtungsbedingungen in meinem Motiv. Da ist natürlich die Blendenwerte, die Zeitwerte, die ISO-Werte, dieser ganze Bereich, der ist da sehr wichtig für. Ich muss aber auch zum Beispiel auf den Fokus achten, auch auf die Brennweite, weil ich hier einen Zoom habe. Das heißt, eine Brennweite macht mir weniger Arbeit. Es ginge theoretisch auch mit vielen Brennweiten, die man mischt, aber eine Brennweite, ich habe weniger Arbeit. Einmal fest den Fokuspunkt einstellen, weil sonst die Größen im Bild sich durch eine unterschiedliche Fokussierung zwischen den Einzelbildern ändern könnten. Also Autofokus aus. Fokus richtig einstellen. Man arbeitet dann mit dem Schärfentiefebereich, der ja glücklicherweise bei Fischei-Aufnahmen relativ groß ist. Fester Weißabgleich ist der nächste Schritt. Nicht vergessen, fester Weißabgleich. Blende fest einstellen, Belichtungszeit fest einstellen, ISO-Wert fest einstellen. Das ist ganz klassisch, wie man es in der digitalen Fotografie sonst auch machen würde. Bei der Blende nur bitte auf die Schärfentiefe achten. Beim Fischei-Objektiv ist meistens so Blende 8 ein relativ guter Wert. Die Aufnahme erfolgt jetzt im Kreis herum. Das heißt, ich mache mehrere Einstellungen, die ich der Reihe nach anfahre im Kreis. Und mit dieser Kombination, die ich hier habe, erhalte ich in der Höhe 180 Grad, aber nicht in der Bildbreite. Der Sensor ist ja da schmaler und schneidet mir etwas von dem Kreis dieses Fischei-Bildes ab. Ich muss also mehrere Aufnahmen machen. Ich käme mit 2 auf gar keinen Fall zurück. Der Klassiker, nächste Klassiker wäre dann 4. Reicht aber bei diesem Objektiv jetzt auch nicht. Hier muss ich 6 Bilder machen. Und diese 6 Bilder, die kann ich mir einfach nach der Uhrzeit mich richten. Die mache ich also auf 0 Uhr, auf 2 Uhr, auf 4 Uhr, 6 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr und dann wieder auf 0 Uhr. Ich werde jetzt die erste Aufnahme machen, quasi in die 0 Uhr Richtung hier, zum Eingang des Kinos. Und dabei werde ich eine recht lange Belichtungszeit verwenden. Damit ich nicht verwackel, stelle ich die Kamera einfach auf den Selbstauslöser mit 2 Sekunden Vorlauf. Und dann nimmt die Kamera jetzt 3 Bilder auf. Letzte Belichtung ist relativ lang, müssen wir ein bisschen warten. Okay, und man sieht schon sehr deutlich da die Überbelichtungsanzeigung fürs letzte Bild, die ist ziemlich kräftig drin, aber das stört mich nicht, das erste Bild war dafür dann an den Stellen richtig. Jetzt gehe ich weiter und stelle die Kamera so circa auf 2 Uhr, mache die nächste Einstellung. Kennt ihr fototv.de schon? fototv.de ist die größte Lernplattform für Themen rund um die Fotografie. Wer von Profis lernen will, wie man seine Fotografie auf das nächste Level bringt, der ist bei uns genau richtig. Über 3500 Filme warten auf euch. Meldet euch kostenlos an, abonniert den Newsletter und zum Dank erhaltet ihr 5 Credits, mit denen ihr die ersten Filme direkt kostenlos schauen könnt. Wer in der Stadt unterwegs ist, der kommt schnell an seine Grenzen, wenn es darum geht, die Skyline in Gänze einzufangen. Wie man eine ganze Stadtlandschaft in einem eindrucksvollen Panorama einfängt, das zeigt euch Stefan Schäfer. Wenn ich jetzt meine Kamera hier so auf mein Stativ packen würde und einfach jetzt hier das Ganze hin und her drehen würde, das würde in den meisten Fällen auch gut funktionieren. Und zwar genau immer dann, wenn ich ein Motiv fotografiere, wo alles relativ weit weg ist und alles relativ auf einer Ebene ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Skyline fotografiere und im Vordergrund habe ich nur einen
See zum Beispiel, dann kann ich das getrost auch ohne extra Equipment machen und einfach hier mein Stativ so hin und her drehen. Wenn wir aber Elemente im Bild haben, die weiter vorne sind und dann Elemente, die weiter hinten, wie zum Beispiel hier, ich habe im Vordergrund die ganzen Yachten und den Bootssteg und im Hintergrund habe ich dann die Skyline, dann wird es schon etwas komplizierter, denn dann tritt der sogenannte Parallax-Effekt ein. Das hast du sicherlich auch schon mal vielleicht unbewusst mitbekommen, wenn du zum Beispiel mit dem Zug fährst und ein Baum ganz nah dicht an dir vorbeifährt und im Hintergrund eine Skyline, dann fährt der Baum natürlich wesentlich schneller an dir vorbei als hinten die Skyline. Das ist der sogenannte Parallax-Effekt, dass Objekte, die näher dran sind, sich wesentlich schneller bewegen als Objekte, die weiter weg sind. Du siehst aber jetzt auch zum Beispiel hier im Vordergrund genau das, was ich gerade eben beschrieben habe. Wenn ich jetzt hier mir dieses Boot zum Beispiel hier mal anschaue, dann bewegt sich das wesentlich schneller als die Hochhäuser im Hintergrund. Und dem müssen wir jetzt noch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Und dafür habe ich eine kleine Extra-Sache, die ich jetzt noch mit anbauen werde. Hier habe ich eine sogenannte Nodalpunktadapterschiene und die erlaubt es mir, meine Kamera weiter nach hinten zu setzen, um dann den entsprechenden Nodalpunkt exakt so herzustellen, wie wir ihn für die Kamera brauchen. Ich schiebe jetzt einfach die Kamera noch mal ein bisschen weiter nach vorne, damit du jetzt mal siehst, was passiert, wenn man ohne diesen Nodalpunktadapter arbeitet. Dann siehst du, wie jetzt hier im Vordergrund das vordere Stativ sich anders verschiebt als das hintere Stativ. Das ist der sogenannte Parallax-Effekt. Wenn ich jetzt aber anfange, die Kamera auf der Schiene weiter nach hinten zu ziehen, dann siehst du, wie dieser Effekt jetzt auf einmal nur noch ganz wenig bzw. gar nicht mehr vorhanden ist. Und jetzt kann ich hier gucken, ich habe jetzt hier unten eine schöne Einrichtung bzw. eine schöne Zeichnung, wo hier die Gradzahl genau steht. Und dann werde ich ungefähr im 20 bis 30 Grad Abstand fotografieren. Dadurch, dass ich jetzt hier 14 mm habe und relativ weitwinklig bin, kann ich relativ große Abstände wählen, wahrscheinlich sogar 30 Grad. Und je nachdem, wie weit du dann ranzoomst, das heißt, je länger deine Brennweite wird, umso kleiner müssen diese Gradabstände dann werden. So, ich werde jetzt hier einfach mal anfangen, meine Bilder zu machen und dann immer weiter drehen. Dadurch, dass wir jetzt hier am Tag fotografieren, ist dieses Panorama relativ schnell gemacht. Wenn es dann später in die Nacht geht, dann dauert das natürlich wesentlich länger, weil wir dann längere Verschlusszeiten haben und somit viel länger warten müssen. Wer noch nicht genug von Tipps und Tricks rund um die Fotografie bekommen hat, der geht jetzt schnell auf fototv.de und meldet sich kostenlos an, registriert sich für den Newsletter und kann sofort weiterschauen. Denn wir schenken euch 5 Credits, mit denen ihr euer Wissen vertiefen könnt. Um uns auf YouTube weiter zu erleben, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.